In Herford gibt es einen Kirchturm, an dem die Namen der Toten stehen. Wir versuchen, ihre Taten zu würdigen, auch wenn die Erinnerung an ihre Gesichter verblasst. Denn nur diese Erinnerung bleibt, die Bastarde alles andere genommen haben. Was ist passiert? Herzog getötet. Er ist tot, Mac. Und was willst du jetzt von mir? Einen Ort. Unser Russe sagt, Makarov hat früher Waffen in einer alten Burg bei Prag gelagert. Genaueres weiß er nicht. Kann man ihm trauen? Habe ich denn eine Wahl? Er hat selbst Gründe, Makarov tot sehen zu wollen. Schon mal von dem Ort gehört? Ja. Wir haben damals zu Sakaivs Zeit Drohnen über eine verdächtige Burg geschickt. Aber es kam nichts dabei rum. Womit habe ich es zu tun? Das ist eine Festung. Nur ein Weg rein oder raus. Außer man kann fliegen. Die Sicherheitszentrale ist auf der anderen Seite der Anlage. Ein Kommandozentrum nördlich davon. Beides schwer bewacht. Wenn Makarov dort ist, ist er in diesem Kontrollraum. Was schickst du mir da? Eine Ausrüstungsliste. Das ist eine Menge Zeug, John. Was hast du denn vor? Was du mich gelehrt hast. Alle töten. Die Festung, 12. Oktober. Und wir spielen wieder als Juri. Wir sind immer noch in Prag. Gott, ich hasse Prag. Nee, Spaß. Es wird Zeit, Sob zu rächen. Okay. Die Grafik sieht ziemlich episch aus, mit der Burg und so. Okay, wieder vorsichtig sein. Wir dürfen nicht wieder erwischt werden. Ich hätte jetzt hier auch sehr leise jetzt wieder. Oh, ich mach mal schnell Pause. Bin ich wieder? Scheint nichts zu sein. Ja, wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, als hätten wir keine Zeit, ne? Darf ich es kurz machen? Achso, es sind vier. Ich dachte, es wären nur zwei. Ich mache mir schnell das Nachtsichtgerät aus. Hier ist es ein bisschen hell. Alles klar. Du musst mir jetzt keinen Nachhilfeunterricht im Ego-Shootern geben, den brauche ich gar nicht. Oder vielleicht doch. Moment, Nachsicht. Okay, Nachsicht aus. Warum soll ich das eigentlich? Wir sind ja nicht in irgendeinem Anime-Film, wo immer gesagt wird, wie die Attacke heißt. Gum Gum Gatling! Kamehameha! Was? Ich kann mich von hier aus nicht ducken. Was denn für ein Lichtkegel? Ich schieße einfach. Perfekt. 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 Und wie immer habe ich alles richtig gemacht. Oh, durch ihre Aktion ist Captain Reis tot. Ja. Ey, ja. Schneller, 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 da kommt er, da kommt er, da ist er, da ist er, da ist er, und? Oh. Es ist leichter, als es aussieht, Leute. So, und jetzt? Wieder da runter. Nachtsicht an.
Warum nicht? Ach so. Nicht machen. Aber das hört man doch, wenn ich es dann hochjage, oder? Okay. Also bis jetzt gefällt mir das Level sehr gut. Alles gut, weiter jetzt. Ja, alles gut, genau. Alles von dem Level ist bis jetzt gut. Da ist die Sicherheitszentrale. Okay. Ja, mach das. Mit einem Messer gleich. Du hast Nerven. Hab's einfach so mit dem Messer geöffnet. Okay. Wäre es nicht klug, die Tür zuzumachen? Also sie ist bereits zu. Ich bin so schlau. Was machst du da? Achso. Wie schlau. Ja, Nachtsicht an. Nein! Oh, das war bestimmt ein Gefangener. Tut mir leid, war Absicht. Du bist ein richtiger Stratege. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Da guckst du was? Headshot! Es tut weh, was? Hey Sie, wisst ihr, wo es lang geht? Ihr habt auch Nachtsicht. Ne, ihr habt keine Nachtsicht. Unklug. Ah, ich wundere, dass das noch kein Alarm angegangen ist. Ah, schon wieder ein Unschuldiger. Na gut, ich darf mich nicht beschweren, ich habe vorhin auch einen gekillt. Wisst ihr, was lang geht? Wir wissen es nicht. Hier geht's nirgendwo lang. Ach, du bist es, okay. Ah! Blendet. Und die wäre? Ach, das ist meine Lieblingstour. Okay. Das Level erinnert mich irgendwie an ein Level in Modern Warfare 2. Ich weiß allerdings, welches Level das war. Wahrscheinlich am selben Ort. Also, da haben wir auch irgendwie eine Festung gestürmt, eine mittelalterliche. Tschüss. Was? Könnt ihr mich sehen? Ich bin wie ein Geist. Ihr seht mich erst, nachdem ich euch getötet habe. Na? Geht's euch gut, hä? Kein schöner Ort, ne? Ihr habt nicht einmal was zum Fennen. Oder ist es ein Bett, was ihr da habt? Ah! Ich sollte vielleicht weniger auf die anderen achten und mehr auf mich achten. Boah, das war knapp. Zwing mich nicht, den PC zu zerstören. Okay, du zwingst mich jetzt dazu. Selber schuld. Ach, weißt du was? Mach hasta la vista. Ja, mit der Granate am Kopf erwischt. Tja, selber schuld. Hast mich dazu gezwungen. Und hier noch zum Sicher gehen. Er hat sich von hinten angeschlichen, dieses Weichei. Naja. Übrigens sind es nicht mehr so viele Level bis zum Durchspielen. Daher solltet ihr mal wieder die letzten Parts genießen, die jetzt noch kommen. Ich habe im Wiki nachgeschaut, wie viele Level es noch sind. Im normalen Wikipedia steht's drin. Das sind mehr Feinde als ich dachte.
Ich dachte, es wären nur ein paar Einzelmenschen, die hier drin sind. So, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Er hat eine Shotgun. Ja, das war das zum Thema. Ich werde jetzt vorsichtiger. Ah, leck mich fett. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Ich habe nur 60 GB in Anführungsstrichen Speicher frei. Und sonst muss ich diesen Part wieder halbieren. Ich gehe am liebsten. Ich gehe jetzt lieber auf die Knie. Das ist das Sicherste. Habe ich auch eine andere Waffe? Taktische Pistole. Tactical Pistole. Pistol. Okay, aber ich nehme trotzdem die andere. Bin ich hier sicher? Ich sage es lieber nicht, weil ich dann wieder fehle, dass es nicht sicher ist. Ist die besser mit Nachtsicht oder ohne? Oh, ohne ist es am sichersten oder am besten. Sieht man auch kaum die Gegner. Na komm her. Habe ich ihn erwischt? Jetzt habe ich ihn erwischt. Da unten sind welche, okay. Das habe ich gar nicht gesehen, dass unten welche sind. Du schon wieder. Du mit dem PC, ne? So, du stirbst, du stirbst, dein PC stirbt. Dein Kollege stirbt, der stirbt. Und der Typ, sie da stirbt. Der Preis, der geht aber auch volles Risiko. Und der stirbt nicht. Ey, ich meine Reis, nicht Preis. Reis. Er heißt Reis. Ich brauche einen Safe. Schauen. Okay. Den nehme ich mit, den Laptop. Ich habe nämlich keinen. Lag! So sieht ein Bildschirm von innen aus. Aber warum sage ich das eigentlich? Euch eigentlich, ihr seid ja... Ihr schaut es ja nur an, weil ihr... Ballern! Baller! Ne, weil ihr Geballere sehen wollt. Tja, mit einem Zivilisten köderst du mich nicht, als ob ich dich nicht abknallen würde, wenn du einen Zivilisten als Geisel hältst. Lass mich nicht erpressen. Nein, nein, nein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, ja, das ist ein Scheinwerfer, oder? Ich dachte, das ist so ein Lautsprecher, so ein Alarmanlage, Lautsprecher, Dingens, Code eingeben. Das Level kann lange dauern. Habe ich so das Gefühl. Naja, wir waren ja zum Glück Wochenende. Euch schadet es ja nicht, ne? Wochenende ist es ja eh immer langweilig. Habe ich so das Gefühl. So, und jetzt? Was wir jetzt machen? Natürlich. Habe ich euch schon erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Okay. Habe ich euch schon erwähnt? Ich muss mal gescheiter reden. Ich hätte sagen sollen, habe ich schon erwähnt, dass ich Höhenangst habe. Und nicht, habe ich euch schon erwähnt. Das klingt ja total falsch. Muss mein Deutsch besser trainieren und meine Sätze besser aussprechen. Das ist die goldene Lösung, ein guter Let's Player zu werden. Das ist über uns ist eine Mauer. Glaubst du, du findest einen Geheimgang oder was? Was machst du? Nachtsicht an. Fünf, das ist C4, oder? Soll ich? Ich mach's einfach. Oh, ja. Entschuldigung, war Absicht. Ich weiß. Ich bin noch ganz
paranoid, weil du mich im letzten Part fast killen wolltest. Oder ja. Natürlich können wir. Wir können alles. Wir können sogar Gift trinken, aber nur einmal. Uah. Hä? Nachtsicht an! Nachtsicht an! Warum geht es nicht? Wahrscheinlich, weil ich mich gerade halte. Das ist wie eine Treppe. Ich habe so das Gefühl, es kommt gleich so ein Effekt, dass eins jetzt zusammenkracht, so ein Balken. Ja, doch nicht. Nachtsicht an! Geht nicht. Leg! 6 FPS. 9 FPS, 7 FPS, 3 FPS. So. Ganz vergessen, dass ich immer Pausen machen möchte. Also ich bin immer noch da, ne? Es leckt halt nur ein bisschen. Ein FPS gerade. Er leckt mich doch am Arsch. Ja, okay, Zeit zu gehen. Hallo, 1 FPS, 1 FPS, 2 FPS, 1 FPS. Spinnt mein PC. Sie haben die Leichen gefunden. Leck! Das ist doch die Hauptmenü-Musik. Oh, der arme, das arme Hühnchen schon wieder. Es leckt auf einmal wieder so. Erinnert mich irgendwie an das Level in Hamburg. Warum leckt es jetzt auf einmal so? Mal wieder. Weil das Level so groß ist oder was? Oh, hi. Slow Motion. Slow Motion. Hallo. So, ich warte jetzt ein bisschen, bis es sich wieder gefangen hat. Jetzt läuft es einigermaßen wieder mit 15 FPS. Aber das Spiel ist ja auch grafisch hoch auflösend. Und ich spiele mit 1920 mal irgendwas. Bildschirmauflösung, da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es lecken tut. Da ist einer. Siehst aus wie Makarov. Eigentlich sind alle aus wie Makarov. Sind wohl Klonkrieger. Ich glaube, es ist ein bisschen langsam, damit... It doesn't work. Was? Die linke Seite. Boah, ey, es leckt so sehr. Ich glaube, ich beende mal schnell das Spiel und starte es neu. Hier bin ich wieder. Und es leckt nicht mehr. Ein Traum.
Ach, ist ja super. Gerade mit 40 FPS. Muss ich mir merken, wenn es laggt, Spiel neu starten. Der hat ja nur Ordner drauf. Was hat denn der für eine Ordnung? Ich habe nicht geschaut, wie viel Speicherplatz wir noch frei haben, während ich das Spiel neu gestaltet habe. Das heißt, es ist immer noch random, wann das Spiel abstürzen wird. Beziehungsweise könnte. Aua! Schenkt ihn euch so! Now what? Where you are? Warum soll ich nicht langsamer gehen? Ich schaue mir jetzt einfach alles an. Ich habe 60 Euro dafür bezahlt, dafür möchte ich auch was sehen. Scheiße, wir haben keine Moni mehr. Dann nehme ich hier diese AK-47. Und es fängt wieder zum Längen an. Ich hasse es. Wenn ich eins in meinem Let's Play-Dasein abstellen würde, dann wären es scheiß Lags. Dafür würde ich echt alles tun. Okay, fast alles. Ein FPS. Das gibt's doch nicht. So, ich bin jetzt wieder, hab es pausiert und der Preis ist da hier nach vorne gelaufen. Es fängt zum Laggen an. Spiel gespeichert. Gut. Drecks, Lex, ich hasse Drecks, Scheiß, Lex, Scheiß Ritterrüstung, geh mir aus dem Weg, ich muss mich hier in Sicherheit bringen. Oh, sein Kopf ist ab. Drecks, Lex, Scheiß. Also langsam wird es so ätzend wie Hamburg. Das gibt's nicht. Scheiß Drecks, Lex. Also falls ihr was wisst, wie man die Lex abstellen kann oder wie man die Framerate verbessern könnte, dann dann schreibt es doch einen Kommentar. Oh Gott, 2 FPS. Versaut mein ganzes Let's Play, diese scheiß Lags. Und wie geht's dir so, Reis? Mir geht's gut. Ich muss hier gerade ein Let's Play mit Lex aufnehmen. Ach, okay, du schmeißt mir eine Granate. Okay, ich sollte nicht quatschen, sondern ballern. Ich habe langsam das Gefühl, immer wenn ich das Visier verwende, fängt es zum Lecken an. Oh, dieses Weiche hat sich verpisst. Und tschüss. Ja, zum Glück wird mein nächstes Let's Play. Entschuldigung, ich habe mich vertippt. Ich habe mich echt gerade vertippt. Das gibt's doch nicht. Okay, zum Glück wird mein nächstes. Oh nee, nicht hier. Zum Glück wird mein nächstes Let's Play ohne Lex sein, weil das Spiel, das nächste Let's Play, was ich spielen werde, für PC etwas älter sein wird. Und es nicht mehr laggen dürfte. Wenn es Loch leckt, dann schlage ich mich. Und den Bildschirm. Entschuldigung, Reis, Absicht.
Ich will das Level jetzt endlich fertig haben. Ich weiß, es ist ein schönes Level, aber ich mag es jetzt nicht mehr spielen, weil es so sehr leckt. Kommen denn die Feinde her? Granate, meine alten Freunde. Haben mich schon im ersten Let's Play Call of Duty genervt und sind sie hier im dritten Teil auch noch. Oh. Also der Reis, der kriegt irgendwie gar nichts ab. Immer kriegt die ganze Scheiße ab. Diskriminierung. Granate sprengt das Auto. Ich muss mich in Sicherheit bringen. I think I'm dead. Warte jetzt noch ein bisschen. So. Alter. Jetzt spring doch schon darüber, Mensch. Ich hasse dieses Level. Lang, also, ja, ich hasse es. Nee, ich hasse es nicht. Ich hasse es nur, weil es so leckt. Ich hasse Lecks. Das wird wieder ein endlanger Part. Wegen den scheiß Lag schon wieder. Die immer wieder kommen. Ich habe keine Prozesse mehr offen. Bis auf dieses hier. Bis auf Call of Duty und Steam habe ich keinen Prozess mehr offen und trotzdem leckt. Das kann nicht sein. Meine Grafikkarte ist in Topform. Ich kenne mich mit Grafikkarten überhaupt nicht aus, aber ich weiß, dass meine gut ist. Anscheinend streikt meine Grafikkarte ein bisschen und benutzt nur die Hälfte seiner Leistungsqualität. Ich bleibe jetzt hier oben ist es am sichersten. Ich schieße jetzt einfach blind, ist mir egal. Wieder runter. Also das ist schon eine Leistung, mit 10 FPS ein Ego-Shooter spielen. So, meine Damen und Herren, willkommen bei Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3 mit 10 FPS im Durchschnitt. Oh, ich bleib bis unten. Und momentan können wir hier sehen, dass wir ziemlich am Arsch sind. Aber es ist egal, denn es ist Call of Duty. Das Level wird noch sehr lange dauern. Ach, wisst ihr was? Ich mach's jetzt so, ich schalte jetzt Traps aus und beende diese Stelle, dann sehen wir uns gleich wieder. Wobei, ich glaube, das muss ich gar nicht mehr. Wo ist denn der? Wo ist dieser Bastard? Hat ihm seine Mutter gesagt, dass man nicht auf andere Leute schießen soll, weil es schwul ist? Und keine Granaten schmeißen soll? Wo ist denn der? Wo ist diese Mongo? Ach, da, oh, da vorne! Oh. Okay, jetzt kriegt er sowas von auf die Fresse. Komm her. Komm raus, du Pisser. Hä? Ich stelle mich gerade dumm an und ich bin dumm. Eins von beiden. Da ist er nimmer. Er hat sich verkrümelt. Hinten ist einer. So. Ich will den jetzt los haben, der ist nämlich schon die ganze Zeit so nervig, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade gedacht, ich nehme mich mehr auf, aber ja, ich nehme immer noch auf. Ich werde immer aufnehmen, bis mein Speicher voll ist. Wenn ich noch einmal sterbe, dann mache ich es offscreen. So, das war knapp. Ich
will jetzt endlich ein Safe, Gott verdammte Scheiße. Da oben bist du. Oh Gott, ich bin gleich da. Was suchst du denn hier jetzt da oben? Wie kommst du da hoch? Ja. Tschüss, ich habe keine Zeit für dich. Ja. Ich laufe gerade wie ein Behinderter. Paralympics. Oh. Was? Warum soll ich springen? Du zuerst. Wenn ich sterbe, ist es deine Schuld. Jetzt weiß ich, an was mich das Level erinnert, ans zweite Haus. Oder das Level davor. Ich glaube, den kriegt man nicht so einfach dahin. Ich hab's. Ich schleich mich hier einfach ran. Wo bist du denn? F? Das war vielleicht eine Fahrt. Es ist immer gut, einen Fallschirm bei sich dabei zu haben. Dann bis zum nächsten Part, Leute.